Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Tales Demon Slayer. Da gab es lange jetzt kein Video mehr zu, denn ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist. Ich hatte auf meinem Kanal da ein kleines anderes Projekt am Laufen. Dementsprechend ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich versuche am Ball zu bleiben. Apropos am Ball, ich bin ja eigentlich ziemlich weit gekommen in dem Game. Wie man sieht, meine Max-Stufe liegt jetzt wieder bei 2,4. Das heißt also, ich habe trotz der Lost Ark-Sucht noch gut spielen können. Und bitte nicht wundern, man hört es vielleicht auf meine Stimme. Facecam ist heute nicht dabei, mir geht es gesundheitlich einfach nicht gut. Corona ist es jetzt nicht, also denke ich zumindest, aber ich bin halt aktuell ziemlich am Arsch. Dementsprechend verzichten wir mal auf den Anblick. Der ist ja eh schon nicht so gut, ne, wegen meiner Visage, aber aktuell ist sie wirklich grottig, ne. Dementsprechend lass es mal lieber nicht machen. So, damit wir auch in den High Endings mitspielen können, machen wir kurz den Boost an und jagen uns eben kurz auf Max Stage. Ist ja immerhin ein Spiel, das du immer ganz nett im Hintergrund laufen lassen kannst, was sehr, sehr angenehm ist. Dementsprechend, das wird nachher einmal Prestige und dann lasse ich ihn einfach von sich aus laufen, bis das wieder voll ist. Da brauche ich euch jetzt nicht unbedingt drauf mitnehmen. Wobei ja gesagt wurde, ich sollte doch gerne mal längere Videos machen, das möchte ich dann auch heute mal tun, euch eine kleine Story erzählen, die mit Sicherheit auch was mit meiner Krankheit zu tun hat. Aber vorher gebe ich auf das Thema ein, warum ich einfach völlig bescheuert bin oder einfach nur, ich habe Scheiße gebaut, sagen wir mal so. Kurz Kaffee. Das Event ist durch, das Blüten-Event. Und ich, Idiot, wollte unbedingt mit euch ein Video dazu machen, wie ich die Rüstung kaufe. Und habe zeitlich die Rüstung nicht kaufen können. Jetzt ist das Event weg und ich habe keine Rüstung gekauft. Es ist unfassbar dämlich, ich weiß es. Das heißt also, ich habe jetzt die ganzen Blüten, die ich gesammelt habe, einfach in die Tonne gekloppt. Man kann sich die immer noch holen. Die sind hier. Die kosten allerdings aber auch 13.500 Diamanten, wenn man die richtige Meisterwerk-Variante hat. Das ist sehr viel. Das ist sehr belastend. Das hätte man einfacher haben können, wirklich. Welche brauche ich nochmal? Markierung plus 1% Schutz bei mehrfach. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich müsste echt viele Diamanten in der Hand nehmen, um das wieder auszugleichen. Was ja nicht das Problem ist, wir haben 37.000. Man bekommt vom Spiel also mittlerweile viel mehr Diamanten als noch in meinem allerersten Spielstand. Weil du ja permanent diese Dinge hier laufen hast. Ich meine, allein das hier sind schon wieder 1.100 Diamanten. Das sind schon wieder zwei Kisten mit Waffen, die du kaufen kannst. Nee, 10 Kisten mit Waffen, die du kaufen kannst. Und hast dann immer noch 100 übrig. Also, kommt's genug Diamanten. Dass hier übrigens nichts mehr drin ist, liegt daran, ich war gestern Nacht zu lange wach. Ich war wirklich lange wach. Dementsprechend weiß ich gar nicht, macht das überhaupt Sinn, die Dinger noch zu kaufen? Nee, ne? Nee, macht gar keinen Sinn, die Dinger jetzt zu öffnen. Wobei, ich hab so viel. Warum habe ich so viele? Ich habe schon, also, es hat sich auf jeden Fall einiges in den Patches verändert, seit den Patches. Man hat einfach viel mehr Juwele übrig. Man hat einfach viel mehr Geisterkiste. Du kannst dauerhaft hier Geisterkisten öffnen. Das ist sehr angenehm. VIP-Stufe 5 sind wir, passt, sind wir auch schon ziemlich weit runter. Jetzt auch übrigens ein Update bekommen hat, wenn man in der letzten Stufe ist und die gekauft hat, dann werden die Restlevel in diese Truhe gepackt und als Diamanten wieder ausgeschüttet. Halte ich für eine ziemlich coole Sache. Das heißt also nicht nur, dass du mit dem Kauf des Powerpass diesen extra Loot noch mitkriegst, sondern du bekommst auch zu dem extra Loot nochmal extra Loot. Also das ist schon sehr fancy. Geht bis 1500 hoch, das ist also nochmal mehr, was du für dein Geld bekommst. Der liegt ja bei 11 Euro. Müssten wir mal machen. Also ich würde das ganz gerne mal machen, weil ich mag das Spiel ja. Dementsprechend soweit dazu. Relikte habe ich fast alle S-Tier geholt. Wir sind kurz vor SS. Ich mache das aktuell so, dass ich nach jedem Prestige einfach ein Hochlevel wie bekloppt. Also alles reinpacke, bis zu etwa zwischen 25 und 28 Level. 30 ist Max. War hatte ich schon gemaxt jetzt. Ich habe auch nicht drauf geachtet, was jetzt genau drin ist, sondern einfach nur gemacht. Um damit ein bisschen weiterzukommen. Aber ich sehe, wir sind eigentlich schon wieder an Max Stage angelangt. Egal. Storytime, Jungs. Ich war jetzt am vergangenen Freitag, wie gesagt, da kommt sehr wahrscheinlich die Erkältung her, auf einem Konzert, auf einem sehr, sehr geilen Konzert. Es war eine Freude.
Landmarks, Band, die ich sehr, sehr feier. Vielleicht auch schon zu sehr feier, waren auf Tour in Deutschland und hatten ein paar sehr, sehr leckere Bands am Start. Zu Gast unter anderem war Glassbone, Resolve und 1056, die ich seit einem Jahr kenne und fuck, machen die Mucke, ey. Da hat irgendeiner in der Produktion gefragt, wie tief wollt ihr die Gitarre haben, und die haben einfach mit Ja geantwortet. Also das ist echt brutalst. Ja, und dann nach Landmarks an sich, die ich feier als Headliner dann natürlich. Eine Stunde allein, ich habe das Konzert danach, ich habe es nicht mehr miterlebt. Es fing so an, wir sind da hin, das war eine ganz kleine Bude, wirklich. Also das war jetzt kein riesen Massenauflauf, auch wenn das am Ende nicht viel geholfen hat, aber das war wirklich ein kleines Konzert, was war das? Wir passen da rein, 200 Leute. Also wirklich im gehobenen. Wir sind hier übrigens im Metal-Bereich unterwegs, falls jemand jetzt gerade sagt, worauf was redet ihr, wir sind hier im Metalcore, bist schon fast Richtung Deathcore-Bereich unterwegs. Die erste war Glassbone, ist eine in Anführungszeichen noch sehr frische Band, unter anderem auch. Die hießen mal Wolfpack, haben dann ein Album mit diesem Namen gedroppt, haben sich jetzt in Glassbone umbenannt, haben auch schon ein paar nette Singles rausgeprügelt. Und auch wenn sie meinen Lieblingssong nicht gespielt haben, Tapworm, kann ich noch wärmstens empfehlen. Haben die auf jeden Fall schon mal anfangs gut Stimmung gemacht. Mag ich sehr, die Jungs. Alle aus Frankreich übrigens. Super insane. Also wenn irgendjemand zu euch sagt, Franzosen können nichts, dann hört euch mal die Bands an. Doch, Franzosen können was. Nicht nur mit Shotguns in Ecken schimmeln. War auf jeden Fall sehr nice. Da habe ich schon die ein oder andere Schweißperle vergießen dürfen. Dann hatten wir Resolve. Resolve habe ich tatsächlich mehr gefeiert, als ich selber gedacht habe. Die haben ja gerade ihr allererstes Album rausgebracht, auch wenn es die schon länger gibt. Die habe ich 2019 das erste Mal auf dem Crowdsalad Festival in Essen gesehen. Sehr nett gewesen. Und das aktuelle Album von denen ist halt wirklich fett. Also sehr, sehr fett. Und offensichtlich kann ich den Text ziemlich gut. Ich bin sehr textsicher bei den Jungs. Und habe, glaube ich, die ersten drei Songs, Alter, im Lauthals mitgegrölt. Was dem Frontmann übrigens auch nicht unbedingt entgangen ist, ne? Der hat sich mich dann irgendwann einfach angelächelt und mir dann gleich beim dritten Song das Mic einfach hingehalten. Und da habe ich mit meiner engelsgleichen Stimme natürlich erstmal ein Konzert zum Besten gegeben. Das war ehrlich, das war großartig. Das war ein sehr erhabenes Gefühl für mich. Danach hätte ich eigentlich auch nach Hause fahren können. Also so ein Lifestyle-Meilenstein hatte ich da erreicht, ne? Scheiß auf Rüstungslevel in Lost Ark. Einmal das Mikrofon von Resolve in der Fresse gehabt. Ehrlich. War auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Hatte mich dann aber auch nach der Band dementsprechend so verausgehabt, dass ich Angst vor 1056 hatte, der dritten Band. Weil meine Energiekapazität langsam, aber sicher sich dem Ende geneigt hat. Ach du Scheiße, wollen wir es wagen? Ja komm, wir wagen es einfach mal. Und dann kam sie. 1056. Und da habe ich schon gemerkt, so, oh, ich meine, ich bin ja ein Lauch, das wisst ihr ja. Und es gab schon lange keine Konzerte mehr. Ich meine, jetzt allein schon das letzte Konzert ist 3-4 Monate her gewesen, also schon kritisch. Und davor 2 Jahre nicht, ist schon kritisch. Und dementsprechend, es geht mal auf so ein Konzert, auf so ein Metal-Konzert, ihr werdet merken, Alter, das zieht unfassbar Kraft und Energie. Hab dann, die sind heftig, Alter. Fuck, sind die heavy. Und da ist dann wirklich so die letzte Restkraft nochmal flöten gegangen. Und dann ist ja immer noch die Hauptband, die nochmal eine Stunde spielt. Und dann wusste ich schon, dass das wird ein schwieriger Abend für mich. Das wird ein schwieriger Abend. Wirklich. Und bin dann dementsprechend, als die Hauptband nachher da war, nach zwei Songs bin ich gegangen. Also, ich meine, ich habe das in Essen miterlebt auf dem Crowdsalad Festival. Da ist die Band auch aufgetreten. Dies da nicht als Headliner, aber nochmal eins vor dem Headliner. Also ist schon hoch. Und die Leute sind dort so ausgerastet, dass wir nachher 8 Verletzte zu beklagen hatten. Also das war insane. Wir hatten 8 Verletzte und einen Krankenwagen. Weil einer einen ganzen Menschen ins Gesicht gekriegt hat. Der ist von der Bühne gesprungen, das hat der in der Menge nicht gesehen. Fratz, der ist nicht wieder aufgewacht, da haben sie Krankenwagen gerufen. Aber alles gut, der ist nachher wieder aufgewacht.
Oh, übel. Also 8 verletzt am ganzen Abend nur bei Landmarks, das war schon krass. Das war insane. Und dementsprechend war dann der Headliner, musste dann halt leider sagen, Jungs, jetzt ist hier aber langsam mal Feierabend. War krass und ja, so lief es dann auch auf dem Konzert ab jetzt. Die Leute waren doch sehr übermotiviert. Ich weiß nicht, wo die zu der Zeit noch die Kraft hergenommen haben. Ob die sich das aufgespart haben bis dahin, keine Ahnung. Immer habe ich gemerkt, so alles klar, jetzt wird hier viel geschubst und gedrückt. Meine Arme haben einfach schlapp gemacht, haben gesagt, du, ich drücke hier gar nichts mehr. Und bin dann dementsprechend, habe mich dann langsam rausgeschlichen, sagen wir mal. Habe mich dann Treppe hoch, oben war so eine erhöhte Position, wo auch die Merch-Stände der Bands standen. Habe ich da hingestellt und habe gesagt, so hier bleibe ich und da gehe ich auch erstmal nicht mehr wieder weg. Weil, man muss einfach mal wissen, wann man da raus muss. Nicht, dass du nachher zusammenbrichst oder sowas. Ich lag auch ja schon bei 1056, glaube ich war es, lag ich auch schon einmal auf dem Boden in Fötostellung, weil ich dachte so, okay, wart's ab, was passiert noch? Wirst du erkannt, dass du hier liegst? Ist eigentlich nie ein Problem. Aber man sichert Maßnahmen. Ich habe gemerkt, so, oh, der eine oder andere stolpert über mich. Dementsprechend schön Arme über den Kopf, nicht, dass da nicht einer reintritt. Und dann irgendwie wurde es auf jeden Fall ruhiger um mich herum. Da habe ich so leicht mich umgeguckt. Die Leute gucken mich ganz entsetzt an. Meine Position sah vielleicht etwas tot aus, kann sein. Dann habe ich die Leute so angegrinst. Ne, habe meinen Arm dann so hochgenommen. Dann wurde, Jungs, könnt ihr mal vielleicht ganz kurz. Und dann wurde mir auch aufgeholfen. Also, ja, keine Frage. Haben auch schnell gemerkt, auch dem geht's gut. Wunderbar. Jedenfalls habe ich mich dann zurückgezogen bei der Hauptband. Weil es ging halt nicht. Es ging halt einfach nicht. Und bin dann dementsprechend aber nachher noch wieder runter. Weil die Jungs von Landmarks haben nämlich zusammen mit der Band Resolve einen gemeinsamen Song gemacht. Der heißt Selfmade Black Hole. Sehr, sehr geiler Song. Und da musste ich rollen. Da musste ich wieder rein. Hab gesagt, okay, weißt du was, da gehst du mal wieder rein. Gar kein Problem. Hab mich da wieder durchgezwängt. War gerade vorne an der Bühne. Ich war ja nicht alleine da. Mit noch 3 anderen Dudes. 2 davon waren Arbeitskollegen. Das eine war meine beste Freundin. Die just in diesem Moment so einen abgekriegt hat, dass sie ihn vorne an die Bühnenkante geschmissen hat. Mit dem Knie schön an die Kante der Bühne. Ach, herrlich. Ach, herrlich. Das Einzige, was ich bemerkt habe, ist, die ist auf einmal raus. Und ich habe gemerkt, so, okay, wenn sie jetzt die Menge verlässt, dann ist was. Na, bin dann hinterher. Natürlich am Schluchzen, Wein, Knie. Ja, es ist immer irgendwas mit ihr in ihrem Knie. Es ist Wahnsinn. Wurde sich rühren um einen gekümmert, gar kein Problem. Die umstehenden Leute kümmern sich rühren um einen, ich habe mich da rührend drum gekümmert. War gesagt, komm, hast du vielleicht ein paar Eiswürfel oder so, hier, Knie. Da hat man dann auch trotz Schmerzen beim Endsong Fantasy, also ich kann euch, also wenn ihr Metal nicht mögt und ihr wollt was Sanftes hören, hört euch von Landmarks Fantasy an. So ein schöner Song. Der wurde dann trotzdem mitgesungen mit aller Kraft, die noch da war. Und ja, dann war der Abend auch eigentlich schon langsam vorbei. Da ist man nochmal nach oben zum Merchstand. Hat sich da einmal komplett durchgekauft. Ich habe mir von Resolve einen schönen weißen Pulli geholt. Das war's dann auch, weil eigentlich wollten wir 2 Tage später noch auf ein Konzert, aber also auf dasselbe nochmal. Aber ich habe dann schnell gemerkt, so, das macht mein Körper nicht mit. Und habe das dementsprechend dann gelassen. Ich habe jetzt die Tickets auch hier, ist halt so, aber komm, hast du Bandwings irgendwo finanziell noch unterstützt, aber trotzdem, ärgerlich. Wir haben unser Merch gehabt, draußen noch eine gerucht, ein bisschen gequatscht und sind dann langsam zum Auto gehumpelt. Um jetzt auf die Dings zurückzukommen am Anfang. Das Konzert hat mich krank gemacht. Voll geschwitzt nach draußen in die Kälte. Man mag behaupten, das war nicht die beste Idee, die ich hier hatte. Okay? Können wir das so stehen lassen? Mag nicht die beste Idee gewesen sein, die ich hier hatte. Man lernt aber auch nicht draus. Aber in dem Moment ist dein Körper so aufgeheizt, du kommst von drinnen, du kommst von Bewegung, weil dann merkst du es auch nicht, aber das merkst du halt ein paar Tage später. Montag war ich noch auf Arbeit. Dienstag bin ich echt, da habe ich schon gedacht beim Aufstehen so, aui, das ist nicht gut. Bin dann trotzdem zur Arbeit hin. Mein Arbeitskollege sagt irgendwie so, ey, du siehst echt scheiße aus. Ich so, ja, ich weiß das. Er meint, nee, ich meine noch beschissener als vorher. Ich so, ach so, meinst du das? Also ich fühle mich auch so, wie ich aussehe. Man hat irgendwann gesagt, ey, Digga, sieh zu, dass du nach Hause fährst, Alter, das geht überhaupt nicht. Dann habe ich kurz Beißer Bescheid gegeben, bin dann zum Arzt gefahren, der hat kurz in meine Rachen geguckt, hat gesagt, ey, Bruder, hier hast du tausende von Pillen, sieh zu, dass du zu Hause bleibst. Und ja, jetzt sitze ich hier.
und genießt mein Leben, kann man jetzt schwer sagen, weil Nase ist dicht, du schläfst schlechter, ich habe den ganzen Tag Kopf, weil die Nase, oh, das soll ich lassen, weil die Nase halt dicht ist. Er ist ätzlich, kann ich das sagen. Und das jetzt kurz vorm Lost Ark Update, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Falls jemand Interesse hat, Donnerstag kommt das neue große Update für Lost Ark, eine neue Klasse, auf die ich momentan hinarbeite, also hinspare und so. Falls ihr Interesse daran habt, guckt euch gerne die Lost Ark Videos an oder schaut gerne auf Twitch vorbei. Insane. Da gibt es Donnerstag auf jeden Fall, wenn es gesundheitlich möglich ist, den Stream der Streame. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ansonsten halt nicht, aber ihr verpasst was. Ihr verpasst wirklich was. Dementsprechend, wir verlieren gerade viele Ebenen. Mahlzeit. Kann man irgendwelche Aufgaben noch machen? Zwischenbosse, ja. Das habe ich natürlich jetzt ein bisschen verkackt, ne? Wochenaufgaben, ich habe noch 4 Tage. Man muss auch sagen, ich habe hin und wieder, ich verpenne das hier mal. Ich verpenne auch Tap-Tides. Ja, Tap-Tides ist ja Wahnsinn. Da haben schon Gildenleiter einzelne mit dir gefragt, warum macht ihr die Weltangriffe nicht mehr? Da haben wir mit Lost Ark geantwortet. So. Was willst du machen? Geht halt nicht anders. Oh, ich habe noch gescrollt. Ich Depot. Vielleicht nochmal ganz kurz über die Skills drüber. Die habe ich alle mittlerweile gemaxt. Monsterkarten könnten wir noch öffnen. Schwimmerbeschwörung. 20. 20. Alle verstärken. Das ist Wahnsinn, du kaufst dir Karten um Karten, aber verstärkt wird irgendwie nur so ein Bruchteil. Wahnsinn. Ja, wegen dem Set, was ich jetzt natürlich verkackt habe, müsste ich mal gucken, wie ich das mache. Um da mal drauf zu kommen. Ich werde es mit Sicherheit mit Diamanten jetzt kaufen müssen. Dumm gelaufen, ich weiß. Da müsste ich halt mal gucken. Also ich habe überlegt, ob ich mir von den Dolchen eins der Sets hole. Aber von Rauchbomben finde ich ganz geil. Weil die Rauchbomben halt einen Debuff geben. Zielmarkierung plus 2 mit 10% Chance bei Standardangriffen. Maybe auch ganz witzig. Zielmarker plus 1. Selbstkopieanzahl bei Mehrfachstich ist auch natürlich da. Zielexplosionsschaden, ich glaube, das ist so das, worauf ich hinarbeiten möchte. Zielexplosionsschaden, also die Bosskiller-Fähigkeit überhaupt, wird wohl das hier dann irgendwann werden. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt schon kaufe. Das ist auch Skillschaden plus 2%, also das fühle ich auf jeden Fall sehr. Man braucht natürlich aber dementsprechend auch den Rest, also das Marienkäfer-Köpfchen brauchst du dafür und natürlich die Marienkäfer-Brust. Also alles in allem kostet das verdammt viel. Erledige so und so viele Zwischenbosse und der hier. Führe, och, bitte nicht, Alter. Oh, bitte nicht. Tut mir das nicht an. Ja, müsste ich mal gucken. So, das wär's soweit von meiner Seite aus. Die verteile ich noch andermal, mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle schon mal fürs Zuschauen. Es ist Wahnsinn, verlieren wir so viele Ebenen. Wie ihr wollt, ein bisschen länger, dann habe ich ein bisschen Storytime mit draufgepackt. Ach, das ist das Problem. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass ich bald mal wieder auf dem Damm bin. Damit das noch alles hier läuft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Geht nicht voll geschwitzt nach draußen. Nein, macht das nicht. Das ist keine gute Idee. Und dann hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich versuche, die Tailed-Videos ein bisschen häufiger zu machen. Ich versuche natürlich Lost Ark. Ist momentan ja mein Baby, ja, muss man sagen. Ich möchte aber zwischendurch auch gerne noch mal andere Spiele vorstellen. Dementsprechend, da soll auf jeden Fall noch was kommen. Ich habe da noch ein bisschen was. Aber ich muss halt immer ein Zeitfenster dafür finden. Weil ich will nicht, wenn ich jeden Tag 3 Videos hochlade, dann das mag der Algorithmus nicht. Das wird ja gar nicht gut. Deswegen, jeden Tag muss ein Video sein. Muss mal gucken, wie ich das handle. Deswegen, bleibt gespannt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, hauen Sie rein. Ne? Tschüssi.